Hotstone-Massagefunktion, Klapptische und Monitore und viel Pipapo. Alles eine Frage des Geschmacks und des Geldbeutels. Was bringt's für Daimler? Fragen jetzt an Dr. Konrad Becker, Chef des IWK in München. Herr Becker, Daimler stellt also die neue S-Klasse vor. Mit welchen Argumenten lockt Daimler denn das betuchte Klientel hier zuzugreifen? Ja, das Hauptargument ist, dass es das beste Auto der Welt sei, was jetzt auf die Beine gestellt oder auf die Räder gestellt worden ist. Und da ist auch einiges sicherlich dran hinsichtlich Komfort und hinsichtlich Sicherheit. Das heißt, hier ist kombiniert worden und hier ist in das Auto eingebaut worden, was es in dieser Komplexität und Zusammenballung sonst nirgendwo gibt. Also Daimler und die S-Klasse ist im Moment auf dieser technologischen Seite sicherlich die Nummer eins. Das beste Auto der Welt, das sind natürlich Riesenworte, die man auch irgendwo dann mit Taten füllen muss. Und am Ende des Tages ist sicherlich die Frage, ist dieses neue Modell, die neue S-Klasse, das richtige Mittel, verlorenes Terrain auch wieder wettzumachen? Also was das beste Auto der Welt ist, das ist natürlich ein großes Fragezeichen, wie Sie schon gesagt haben, weil darüber entscheidet letztendlich der Kunde. Ich darf daran erinnern, der Vorgänger oder beziehungsweise einer aus der Daimler-Serie, der Maybach, war auch mal das beste Auto der Welt und der wurde eingestellt, weil er sich nicht verkauft hat. Also da muss man sehr vorsichtig sein. Es ist jedenfalls so, dass hier mit diesem Auto ein Zeichen für die Zukunft gesetzt worden ist. Das ist mit Sicherheit so. Und man darf auch aus Seiten des Daimler-Konzerns doch dieses Auto als Hoffnungsträger betrachten. Einen richtigen Turnaround wird allein die S-Klasse natürlich nicht bringen. Welche Märkte spricht Daimler denn hier an? Das kann man ja von mehreren Seiten angehen. Ist es USA, China, ist es die ganze Welt? Was für Stückzahlen werden da überhaupt gefertigt oder auch verkauft? Und wer kann sich so ein Fahrzeug leisten? Tja, also der Gesamtmarkt oder der Weltmarkt für solche Luxusautos oder für dieses sogenannte D-Segment im Fachjargon ist irgendwo begrenzt und stagniert bzw. schrumpft sogar leicht in der Größenordnung von 450.000 Einheiten im Jahr. Das heißt, hier ist großes Wachstum eigentlich nicht zu erwarten, mit einer einzigen Ausnahme, Sie haben es angesprochen, das ist China. China wächst nichtsdestotrotz, andere Märkte schrumpfen, sogar die USA schrumpft dieses Luxussegment und in Europa allzumal, auch insbesondere auch in Deutschland. Das heißt, in Deutschland ist der Markt, der irgendwann mal bei 50.000 Einheiten lag, ist zurückgegangen auf in der Zwischenzeit 35.000 Einheiten. Das heißt, Sie sehen, hier ist doch kein großes, jedenfalls Wachstumspotenzial zu erwarten, sondern da müssen die Werte von innen kommen. Also die inneren Kostenstrukturen und so weiter müssen stimmen, um das Ergebnis zu verbessern. Ja, und die Frage aller Fragen ist natürlich die, wann wird die Daimler-Aktie wieder berechenbarer, will ich mal sagen. Die hat ja in den vergangenen Monaten da ziemliche Zickzackfahrten hingelegt. Ja, das ist wohl so. Aber Berechenbarkeit kann ich aus einer einzelnen Modellreihe und auch aus der S-Klasse nicht ableiten. Wie ich gesagt habe, der Hauptansatzpunkt für den zukünftigen Absatz bei Daimler ist China. Und Sie auf der anderen Seite hören Sie, wir wissen nicht, wird das, was wir da an Handelskriegssignalen bekommen zwischen China und der EU, kommt das zum Tragen, kommt das nicht zum Tragen? Das heißt, hier gibt es so viele Implikationen vom Umfeld und Unsicherheiten vom Umfeld, die auch das Daimler-Management nicht im Griff haben, sodass man also von der Seite nicht sagen kann, der Aktienkurs ist berechenbarer. Gilt für andere auch, für BMW oder für Volkswagen, die alle hohe Interessen zum Beispiel in China oder in anderen Ländern haben, wo eben die Verhältnisse nicht ganz so stabil sind. Dr. Helmut Becker, Institutsleiter beim IWK in München zur neuen S-Klasse von Daimler. Dankeschön fürs Interview. Bitteschön.